Wherever we are in the world, and whatever it is that we are planning to do, we have to work with a given context. And working with it means getting a three-dimensional reality into our computer so we can understand, manipulate, and change it. Here, Professor Niklaus Ziske from the University of Applied Sciences, Mittelhessen, introduces and demonstrates two of the principal methods we have for capturing existing context: photogrammetry and laser scanning. Seit jeher ist unser Planungsspielraum begrenzt durch die uns umgebende Welt. Und diese Welt ist dreidimensional und sie ist komplex. Und also unsere Planungen sollen in dieser realen Welt verortet sein. Was nun unseren Planungsspielraum begrenzt, das sind einerseits Grundstücksgrenzen mit Zäunen, die Topographie oder die Vegetation. Und andererseits bestehende Gebäude mit ihren Wänden, Decken und Treppen. Aber es begrenzt uns nicht nur. Wir wollen damit umgehen, mit dem Bestand planen, ihn weiterverwenden, ihn wertschätzen. Heute planen wir meist mit dem Computer. Aber wie bekommen wir diese geometrischen Randbedingungen maßstäblich in unseren Computer, damit wir damit arbeiten können? Es handelt sich meist um mehr oder weniger mathematisch beschreibbare Oberflächen oder Volumen. Genau das möchte ich hier zeigen, anhand von zwei Methoden, dem Laserscanning und der Photogrammetrie. Beginnen wir mit dem Laserscan-Aufmaß. Es ist im Grunde ein automatisierter Tachymeter mit Winkel- und Distanzmessung, der selbstständig die ihn umgebende Oberfläche rastermäßig abtastet und damit jeder dieser Punkte seine Koordinaten und seine Oberflächenfarbe zuordnet. Es entsteht ein maßstäbliches, dreidimensionales Abbild der Wirklichkeit aus zig Millionen Punkten. Früher hat man sehr zeitaufwendig mit Meterstab und Maßband oder einem Disto und vielleicht einem Schnurgerüst oder einem Theodoliten analog gemessen und diese Zeichnung erstellt, auf transparent oder vielleicht anschließend den Computer übertragen. Vielleicht hat man auch einen Tachymeter benutzt und gleich dreidimensional digital mit dem Computer ein Raummodell erstellt. Diese sogenannte Punktwolke entsteht dann aus vielen einzelnen Scans von unterschiedlichen Standorten in und um das Gebäude. Für das Aufmaß bewegt man sich durch das Gebäude, stellt dabei den Scanner so auf, dass man möglichst viele Vor- und Rückseiten aller Bauteile ins Visier nimmt. Das ist nicht gerade anspruchsvoll. Wichtig ist, dass der Vermesser die richtigen Standorte festlegt und damit einen sinnvollen Weg durch und um das Gebäude bestimmt. Dazu müssen sich immer möglichst große Überschneidungsflächen und Raumkanten zwischen den einzelnen Scans ergeben. Es ist hilfreich, den Scanner einmal unmittelbar vor einer Türöffnung und dann unmittelbar hinter der Türöffnung zu positionieren. Alles andere ist Warten und viel Langeweile. Ein Scan dauert, je nach Genauigkeit und Dichte der einzelnen vielen Messpunkte, ca. 2 bis 15 Minuten. Ein durchschnittlicher Scan mit farbigen Punkten braucht rund 8 Minuten. Mit einer entsprechenden Software werden dann alle diese Einzelscans in den Computer geladen und eingefärbt. Bei einer guten Stationierung der Scannerstandorte schafft es diese Software anschließend, diese unterschiedlichen Standorte nur anhand der umgebenden Raumgeometrie zu sortieren und passgenau ineinander zu setzen. Die Messpunkte haben dann eine Genauigkeit von bis zu 2 mm, also deutlich mehr, als die Toleranzen am Bau heute üblich sind. Anschließend kann man die Punktwolke am Computer anschauen und untersuchen. Man kann durchfliegen oder auch mit einer VR-Brille direkt darin herumlaufen. Man fühlt sich nur immer etwas an die Kunstepoche des Pointillismus erinnert. Vielleicht ein ganz großer Unterschied. Früher hat man beim Aufmessen entschieden, was gemessen werden muss, um eine Zeichnung, einen Grundriss, einen Schnitt oder eine Ansicht fertigen zu können. Dafür war es notwendig, dass man erst einmal vor Ort eine Schnittebene festlegt, horizontal für den Grundriss und vertikal für die Schnitte und Ansichten. Heute misst der Laserscanner alles, was in seinem Blickbereich liegt. Die Auswahl, was für eine Zeichnung benötigt wird, erfolgt nicht beim Messen, sondern hinterher. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil, man braucht vor Ort auf der Baustelle deutlich weniger Zeit. Dafür anschließend fast genauso viel Zeit wie früher. Nur eben im Büro und vor dem Computer. Nun zur Photogrammetrie. Gestartet ist die Photogrammetrie als Stereofotogrammetrie. Ein Messmodul besteht dabei aus zwei Kameras, deswegen Stereo, mit einem exakt definierten Abstand.
Aus den beiden leicht unterschiedlichen Aufnahmen kann man dann die Tiefendistanz der Objekte bestimmen. Dies ist im Grunde die Nachbildung unseres räumlichen Sehens mit zwei Augen. Der Architekt Albrecht Maidenbauer hat dieses Verfahren 1858 auf den Weg gebracht. Dazu aber später. Aus der Stereofotogrammetrie entwickelt sich die Mehrbildfotogrammetrie oder Multi-Image-Fotogrammetrie. Aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Fotos ermittelt eine Software auf verschiedenen Fotos markante Punkte und kann dann somit sozusagen rückwärts den genauen Kamerastandpunkt für alle diese verschiedenen Fotos rekonstruieren. Sind nun die Kamerastandpunkte bekannt, lassen sich nun die vielen anderen Punkte räumlich verorten. Auch hier entsteht eine dichte Punktwolke. Diese Punktwolke ist geometrisch richtig, aber erst einmal unmaßstäblich, außer man arbeitet mit für dieses Verfahren kalibrierten Kameras. Diese beiden Verfahren, das Laserscanning und die Fotogrammetrie, lassen sich wunderbar kombinieren. Außen kann man mit kleinen Drohnen problemlos schwer einsehbare, nicht direkt zugängliche Bereiche wie Obergeschossfassaden oder Dachbereiche aufnehmen und Innenpunkte das Laserscan-Verfahren zum Beispiel bei hohen Gewölbedecken. Nach dem Import der Drohnenvideos ermittelt die Software selbstständig entlang der Fluglinien geeignete Einzelbilder und versucht diesen Fotos die Kamerastandorte zuzuweisen, was man manuell mit Kontrollpunkten noch nachjustieren kann. Die daraus errechnete Punktwolke lässt sich in einem weißen Mesh ausgeben oder kann durch die Farbigkeit der Fotos auch noch mit der realistischen Textur belegt werden. Eine Punktwolke ist immer nur ein Abbild. Es ist lediglich eine Vielzahl von zig Millionen dummen, farbigen Punkten. Dumm deshalb, weil erst einmal jeder Punkt in keiner Beziehung zu seinem Nachbarpunkt steht. Es fehlt eine Semantik. Und ein Punktwolkenaufmaß definiert nur die Oberflächen. Die Punktwolke ist hohl in den Wänden und den Decken. Es ist immer nur ein Abbild der Oberfläche, aber maßlich exakt. Wir Architekten arbeiten aber immer mit Bauteilen, den Wänden, den Decken, den Stützen und Balken. Aber genau das fehlt. Es ist bestenfalls nur die Raumbegrenzung, wenn nicht Möbel die Sicht auf die Wand verstellt haben. Wir müssen dies also füllen, wenn wir konkret damit arbeiten wollen. Herausfinden, ob es eine Ziegelwand mit Putz ist oder eine Stahlbetonwand, ob es eine Massivdecke oder eine Holzbalkendecke ist, wie hoch der Fußbodenaufbau ist oder ob Balken im Weg liegen, wenn man einen Durchbruch herstellen möchte. Dies alles erzählt uns eine Punktwolke nicht. Das geht meist nur vor Ort und mit Erfahrung. Hat man nun die maßstäblich dichte Punktwolke, dann lassen sich daraus die notwendigen Planungsgrundlagen herstellen. Wir unterscheiden immer noch in zweidimensionale Zeichnungen von Schnittebenen durch das Gebäude, also Grundrisse, Schnitte und Ansichten und einem 3D-Modell. Mit sogenannten Clipping-Boxen kann man nun die Punktwolke aufschneiden und unterschiedlich tiefe Schnitte oder auch nur eine schmale Scheibe erzeugen. So definiert man eine exakte Schnittebene. Davon kann man sich maßstäbliche Orthogonalfotos rechnen lassen. Legt man nun diese Orthofotos in einem CAD-Programm maßstäblich in den Hintergrund, kann man diese nachzeichnen. Wir unterscheiden dabei in einen geschlossenen Polygonzug der Schnittlinie, hier rot zur besseren Sichtbarkeit, oder in die dahinterliegenden Ansichtslinien, hier pink. Liegen die Schnittlinien und die Ansichtslinien auf verschiedenen Layern, kann man anschließend die Stiftdicke für die Schnittlinien kräftiger einstellen und erhält so eine exakt maßstäbliche Schnittzeichnung. In der digitalen Welt kann man einen Quader unterschiedlich darstellen, zum Beispiel als eine JPEG-Datei, als eine Punktwolke, als eine vermaschte Punktwolke, eine Mesh oder eben nur aus 8 Punkten und dazwischen 12 Linien, 12 Vektoren. Ein 3D-Modell besteht aus einzelnen Bauteilen wie Wände, Decken, Stützen, Balken, Fenster und Türen, die bestenfalls noch mit wichtigen Attributen hinterlegt sind. Möchte man ein 3D-Modell aus der Punktwolke erstellen, so wird man meist die am häufigsten vorkommende Grundform eines Quaders verwenden, für Wände, für Decken, für Stützen und für Balken. Zur Erstellung eines Raumes braucht man meist nur 8 Punkte, die 4 Raumecken am Boden und die 4 Raumecken an der Decke. Nun hat man in einer Punktwolke eine Vielzahl von Punkten gemessen und eigentlich brauchen wir nur diese 8 Punkte. Es geht also um die Reduktion, um eine Vereinfachung, ein Ausdünnen auf die wichtigen Punkte und das kostet Zeit. Wie gesagt, früher hat man vor Ort entschieden, was man eigentlich braucht und was man messen sollte.
Heute hat man alles gemessen und muss dann später entscheiden. Das kostet heute die Zeit. In der Vielzahl der gemessenen Punkte sind aber genau diese 8 Punkte bestimmt nicht dabei. Diese ergeben sich aus den Schnitten der Wand-, Boden- bzw. Deckenflächen. Das Schöne dabei, da kann uns der Computer wieder helfen. Diese Geometrieerkennung funktioniert schon, hat sich bis jetzt aber noch nicht so ganz nutzergerecht etabliert. Punktwolken lassen sich in unterschiedlicher Dichte erzeugen. Hier einmal gegenübergestellt in einer Dreiecksvermaschung an einem Beispiel einer klassizistischen Fassade. Keine dieser Oberflächen bildet in diesem Fall mit dem erzeugten Mesh eine optimale Grundlage für ein 3D-Modell. Regelmäßige, strukturierte Architekturen wie die der Renaissance, des Klassizismus, des Historismus oder der Moderne lassen sich deutlich besser aus den gezeigten 2D-Schnitten rekonstruieren. Hier wird man auch versucht sein, die vom einstigen Architekten geplanten Achsmaße und Raster herauszufinden und Orthogonalitäten und Symmetrien zu suchen. Man wird eines dieser typischen Fensterelemente nachbilden und dann anhand der Rasterachsen durch Kopieren und Spiegeln die wirtschaftliche Arbeitsweise des Computers nutzen. Dadurch negiert man zwar die zwangsläufigen Bautoleranzen im Zentimeterbereich und setzt auf Generalisierung anstelle von Präzision. In der Archäologie oder bei Architekturen der Romanik, der Gotik, des Barock oder des Jugendstils dagegen wird man anders vorgehen. Diese Formensprachen lassen sich präziser in einem feinmaschigen Netz einer Punktwolke abbilden und rekonstruieren. Wir bewegen uns höchstwahrscheinlich auf eine vollständig digitalisierte Welt zu. Geopositionierungssysteme und Satellitenabtastung erreichen bereits ein atemberaubendes Maß an Schärfe. Aus dem Weltraum ist es heute möglich, die Erde in einer Pixelgröße von etwa 5 cm Durchmesser zu erfassen. Wir gehen davon aus, dass diese vollständige Digitalisierung die große Perspektive ist. In jedem Fall verschwindet der Beruf des Vermessers als Spezialist schnell. Möglicherweise nicht ganz. Katasterämter werden einige hochspezialisierte Fachkenntnisse beibehalten müssen. Aber im Allgemeinen werden Architekten keinen Vermessungsfachmann mehr benötigen. Alles, was sie wirklich brauchen, ist ein Smartphone mit einer App oder ein Handheld-Gerät, was jeder Mitarbeiter bedienen kann. Und es werden nicht nur Architekten sein, die Digitalisierungssoftware auf ihren Geräten haben. Was früher Spezialwerkzeuge für erfahrene Fachleute waren, entwickelt sich zu einer Mainstream-Technologie für die Verbraucher, die die Menschen einfach nutzen, weil sie es können. Dies ist nicht ohne potenzielle Probleme. Nehmen wir zum Beispiel die Sicherheit. Wenn alles, was ich brauche, eine Smartphone-App ist, um einen Raum zu scannen und hochpräzise, verwertbare Daten über seine Fenster, Türen, Schlösser und Leitungen zu erhalten, mache ich den Raum dann nicht angreifbar? Wenn eine kleine Drohne nicht nur Luftaufnahmen machen kann, sondern auch einen detaillierten Laserscan eines Gebäudes, könnte da nicht jemand mit bösen Absichten dies für unethische Zwecke nutzen? In der Zwischenzeit werden die Daten, die unaufhörlich immer detaillierter und genauer erfasst werden, nicht verschwinden. Sie werden gespeichert und für jedermann zugänglich gemacht. Während man früher vielleicht in das örtliche Grundbuchamt gehen musste, um Lagepläne zu erhalten, stehen heute Google Maps, OpenStreetMap und eine Reihe öffentlicher und privater Datenbanken zur Verfügung, die entweder frei zugänglich sind oder auf dem Markt gekauft werden können. All dies wirft auf einer sehr grundlegenden Ebene eine Frage auf, mit der wir uns immer wieder konfrontiert sehen. Wie bearbeiten und wie verwalten wir diese digitale Welt? Können wir sie managen? Sollen wir es überhaupt versuchen? Wie gehe ich mit der Fülle der Daten um? Oder sollen wir einfach darin schwimmen, darauf surfen? Denn was will ich in einer Welt, in der alles möglich ist, eigentlich tun?